Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Horrorspiel hier auf meinem Kanal. Meine Damen und Herren, wir spielen Shinkansen Zero. Es ist ein neues Spiel von Chillers Art. Moment, geht das? Ja, da ist er, da seht ihr ihn, das Maskottchen. Moment. Two-Face. Nein, ja, es ist ein neues Spiel von Chillers Art. Und es ist ein Loop-Game. Heißt, wir sind in einer Art Endlosschleife gefangen und müssen Anomalien entdecken. Und je nachdem, ob wir eine Anomalie sehen oder nicht, müssen wir halt entweder geradeaus weiter oder müssen umdrehen und zurück. Der Raum, in dem wir spielen, ist immer derselbe. Mit denselben Personen, mit derselben Deko. Und wenn sich auch nur die kleinste Kleinigkeit ändert, gilt das als Anomalie und danach müssen wir Ausschau halten. Wir haben vor einiger Zeit Exit 8 gespielt und das war auch so ein Loop-Game gewesen, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und wie es aktuell scheint, sind diese Loop-Games sehr begehrt. Und ich denke mal, dass Chillers Art auch ein Stück vom Kuchen haben wollte und sich dazu entschlossen hat, auch so ein Spiel zu programmieren. Ich bin sehr hyped drauf. So ein Game mit einer Prise Chillers Art kann sehr geil werden. Meine Erwartung, auf jeden Fall krasse Anomalien. Ich fand Exit 8 war ein bisschen mild gewesen, was das angeht. Und ich hoffe, dass Chillers Art da so den Horror ein bisschen ausgleicht. Natürlich nicht zu sehr, ich möchte auch kein Herzinfarkt kriegen. Und ich hoffe irgendwie so auf ein bisschen, ja, Story halt, ne? Also, dass man halt den Grund erfährt, wie man in diese Endlosschleife reingeraten ist. Und dass man halt nicht einfach so in das Spiel reingeworfen wird, sag ich mal so. Ne? Okay. Legen wir los, ne? So. New Game. Du bist dabei, ein neues Spiel zu starten. Es gibt keinen Spielstand, der gelöscht werden kann. Aber trotzdem danke für die Anmerkung. So. Ach, verdammt, ich habe vergessen, die Einstellung zu checken. Aber sieht noch relativ gut aus, ne? Ja. Sieht sehr gut aus. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Hier haben wir ein Telefon. Tatsache. Okay. Können wir hier irgendwo rein? Oh, Tatsache. Cool, japanische Toilette. Wie, ohne Po-Spülung? Ah doch, da. Ich wollte gerade sagen, ohne Po-Spülung geht doch gar nicht. So, das ist doch in Japan eigentlich wie nehmen und geben. Oder wie kommen und gehen, oder wie auch immer. So, können wir hier überall rein? Okay, der geht nicht. Ist das jetzt hier schon der Raum, oder muss ich erstmal weiter? Ah, okay, jetzt geht's los. Hier sind wir jetzt. Das ist die Kabine. Okay, ist ein bisschen laggy gerade. Moment. Grafik. V-Sync. Ist das an oder aus? Was bedeutet das? Ist weiß an oder aus? Machen wir ein bisschen kleiner die. Okay. Oh, da ist jemand. Hallo. Der macht wohl irgendwie ein Nickerchen mit offenen Augen, der Dude. Hier schön im Anzug, ne? Und da sehen wir uns selber. Können wir crouchen? Nein, können wir nicht. Wir spielen. Glaube ich, einen Dude, oder? Ja. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal die Aufwärmrunde, ne? Denke ich mal. Also wir müssen uns jetzt hier einiges merken. Drehe um, wenn es eine Anomalie gibt. Hier steht es auch nochmal drauf. Okay, wenn wir eine Anomalie sehen, müssen wir umdrehen. Ja, das ist genauso bei Exit 8. Oh Gott. Ja. Merken wir uns, Katze. Ja, keine Ahnung. Wenn die Bude brennt, rauslaufen. Oder irgendwie sowas in der Art. Hier haben wir die ganzen... Oh, die ganzen Sitze sind auch nummeriert. Alter, müssen wir uns das merken? ABC? EE. Ach du Scheiße. Also auf der linken Seite haben wir ABC. Das sind wahrscheinlich hier ABC. Und Reihe 20 so, ne? Wir müssen da danach Ausschau halten. Nicht, dass hier irgendwie Zimmer 18 steht oder sowas, denke ich mal. So, okay, merken. Der Dude hier sitzt mit offenen Augen, bewegt den Kopf ein bisschen. Eine braune Tasche. Oh Gott. Und eventuell auch mal aus den Fenstern schauen, weil wenn ich jetzt so ein Spiel entwickeln würde, ich würde definitiv was am Fenster machen, dass uns irgendwas so in ein Fenster reinglupscht oder sowas, oder aus dem Fenster rausglupscht, je nachdem.
Aha. Okay, kleiner Junge. Mädchen. Oder Frau. Wahrscheinlich die Mutti. Hallo, ne? Alter. Die Grafik ist auch mega nice, ne? Okay, Junge beobachtet uns. Beobachtet uns ganze Zeit. Müssen wir uns merken, die Frau hat auch ihren Kopf unten. Oh, wir können auch ranzoomen. Sehr gut. Was geht ab? Okay. So, Bild mit einer Frau drauf. Hier ein, ja, Dude mit einer Zahl 35. Okay. Keine Anomalie in diesem Bereich. This way forward. Okay, weiter geradeaus. Und wir haben wieder die 7. Das heißt, wir haben entweder was verpasst oder es war gerade nur die Aufwärmrunde gewesen. Gut. Legen wir los. So, Dude schläft, Koffer. Achso, Katze hinten. Ja, Katze. Das gelbe Bild. Auch so ein bisschen auf die Zahlen achten. Oh Gott, das ist viel, ne? Das ist wirklich viel. Okay, wir können auch rennen. Warum können wir rennen? Gefällt mir gar nicht. Oh, okay, jetzt spricht ihr mit uns. Ja, konnichiwa erstmal. Das heißt, hallo. Und was machst du hier? Wir sind uns schon wieder begegnet. Spielst du also auch das Spiel? Ich bin schon ganz aufgeregt. Meine Schwester schläft die ganze Zeit. Da war mir echt langweilig. Egal wie lange ich warte. Sie wacht einfach nicht auf. Aber da du jetzt mit mir spielst, bin ich wieder gut drauf. Weißt du, wie man das Spiel spielt? Welches Spiel meinst du jetzt? Ich sag mal erstmal nein. Die Regeln sind ganz einfach. Wenn dir etwas Ungewöhnliches auffällt, dann geh zurück. Wie man das Spiel beendet? Erreiche Waggon 0 und betätige die Bremse im Führerraum dahinter. Bei den Toiletten gibt es keine Anomalien. Alles klar? Ja. Okay. Dann sehen wir uns später. Okay. Der Junge hat uns nochmal die Regeln erklärt. Ja, komm, gehen wir jetzt erstmal geradeaus weiter. Also, bei Anomalien umdrehen. Bei keiner Anomalien weiter geradeaus. Hier in dem Bereich gibt es keine Anomalien. Das heißt, hier können wir einfach straight durch. Können wir eigentlich hier raus irgendwo? Ist das eine Tür? Ne, sieht nicht so aus, ne? Warte mal ganz kurz. Doch, das müssen die Türen sein. Wahrscheinlich kommen wir gerade wohl nicht weg hier. Okay. Legen wir mal los. Hoppala, es leckt ein bisschen. So. Dreh um, wenn du eine Anomalie siehst. Okay, Katze. Aha. 20, 19. Oh Gott. So. 17. Aha. Koffer da, Dude. So, gucken wir mal weiter. 16, 15. 14, 13. 16, 15, 14, 13. Noch in die Fenster gucken. Ich höre irgendwas. Oh! Okay, Anomalie, ne? Dann gehen wir mal zurück. Geil. Oh, okay. Scheiße, okay. Das wird, glaube ich, cool werden. Oh, jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Können wir ersaufen? Krass. Okay, nice. Ja, gut, okay, das war die erste Anomalie. Boah, okay, ich habe mich auf jeden Fall schon ein bisschen erschrocken. Durch das Fensterknall. So, 6. Okay, das geht jetzt umgekehrt. Bei Exit 8 mussten wir, glaube ich, immer
weiter, also bis Ausgang 8 quasi. Und hier müssen wir jetzt zu Waggon 0, ne? Also hier geht die Zahl rückwärts. Okay, Katze, Katze, ja, diese Bild ist auch da. 20 ABC. So, Dude schläft, brauner Koffer. Beziehungsweise döst, nicht schläft. War der kleine Junge gerade nicht da gewesen? So. Der Koffer war da vorne auch schon da. So, die Sis ist immer noch am Schlafen, die Schwester. Ich habe jetzt nichts gesehen. So, netter Herr mit 35. Die Tante am Lächeln. Gucken wir mal eben mit hier die Nummern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das Ding ist halt, ich weiß noch gar nicht, worauf ich so genau achten soll, ne? Weil wir sind jetzt noch relativ am Anfang des Spiels. Wir werden wahrscheinlich die ein oder anderen Tries brauchen, denke ich mal. Aber trotzdem, dass wir schon mal so ein bisschen die Grundprinzipien hier drauf haben. Und vor allem auch so ein bisschen drauf achten aus den Fenstern. Nicht, dass da von draußen was reinglupscht hier. Okay, ich habe nichts gesehen. So, wir haben was verpasst. Okay. Wir haben gerade was verpasst. Shit. Wir sind wieder bei 7, okay. Scheiße. Ja gut, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich einige Tries brauchen. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich muss eventuell auch ein bisschen auf die Decke gucken, weil nicht, dass irgendwie meine Lampe oder so nicht geht und da achte ich überhaupt nicht drauf. Okay, gehen wir mal erstmal gucken, wie hier. Oder es könnte auch irgendwas auf den Sitzen liegen, ne? Aber das ist halt echt eine blöde Location für so ein Game, muss ich so ganz ehrlich sagen. Hier kann ja echt alles sein, ne? Hm. Oder, ne, der Junge ist nicht da. Ich glaube, das zählt das als Anomalie? Ich weiß es gar nicht. Fehlender Junge. Okay. Hm. Okay, Koffer ist oben da. Das war schon mal keine Anomalie gerade eben gewesen. Ja. Ist hier gerade das Licht geflackert? Oder kam mir das nur so vor? Ich gebe es auch ein bisschen zu. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig die Lust, hier jedes Mal die Zahlen hier anzugucken, ne? Aber eventuell sollte ich mal die Fenster ein bisschen beobachten. Komm, wir gehen jetzt einfach mal durch. Shinkansen Zero nach Tokio. Ach, und hier sollte ich vielleicht auch drauf gucken, was da oben steht. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Der hat da vorne was anderes gestanden, wir wissen es nicht. So. So, 6. Okay. Gucken wir mal nach Tokio. Shinkansen nach Tokio, okay. Ja, dann gehen wir mal. Gucken wir erstmal in die Richtung. Dude ist am Pennen. 13, 12, Okay. Hallo. Kleine Ratte, du, ha? Guck mal, wie sich da versteckt, ne? Hallo, na? Ja. Dann drehen wir mal direkt um. Auch nicht weitergehen. So. 5. Okay. So, einmal die Bilder abchecken. Da. Der folgt uns, ne? Oh, ist das creepy. Okay, direkt wieder umdrehen. Alles klar. So, 4. Geil. Okay, nochmal checken. Die Katze ist jetzt wieder normal. So. Ja, dann gucken wir wieder erstmal in die Richtung. So, 20. ABC. Aha, aha. 12, 11. 10, 9, 8, 7.
Hier habe ich mir nur eingebildet. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt gucken wir mal in die Richtung. Hier ist was auch noch alles. Shinkansen Zero nach Tokio. So, okay. Bilder, Bilder, Bilder. Scheint noch alles in Ordnung zu sein. Koffer ist oben da. Ich glaube, auf der Seite gab es keine Koffer. Okay, gehen wir mal weiter. 4, 5, 6, 6, 7. Diese Lichter flackern hier, ne? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Ja, ich habe jetzt nichts gesehen. Habt ihr irgendwas gesehen? Wenn ja, schreibt mir eine Mail, auch wenn es schon zu spät ist. Nein, schreibt mir bitte keine Mail. Ich hasse Mails. So, okay. Ja, auf zum nächsten Raum. Ich hoffe, dass wir jetzt nichts übersehen haben. Oh, ich habe es wieder nicht auf die Decke geachtet. Ah, nein! Okay. Scheiße, was habe ich denn da jetzt nicht gesehen? Ärgerlich. Okay, Katze. Shinkansen Zero nach Tokio, reserved, okay. Ja. Okay. Dreh um. Mhm. Oh, okay. Ah, da ist der Typ wieder. Okay, Druck umdrehen. Was habe ich denn jetzt gerade eben verpasst? So, hier ist auch alles cool, ne? Das Coole ist bei diesen Spielen halt immer das Schneiden auch, ne? Man kann dann immer noch so ein bisschen nebenbei gucken und man sieht vielleicht Dinge, die man so selber jetzt hier gerade nicht sieht. Deswegen, ich feiere es halt immer, solche Spiele zu schneiden. Es macht sehr viel Spaß. So, ich habe jetzt hier nichts gesehen. Shinkansen Zero nach Tokio. Okay, hier ist auch alles cool, ne? Mhm, okay. So, die Schwester. Wer sollte auch die mal ein bisschen beobachten? Mit der kann ich ja nicht reden, ne? Ne, die ist am Pennen, okay. So. Oh. Ja. Hallo. Schön schwarz lackierte Nägel auch, ne? Läuft. Okay. Tschüss. Fünf. So, hier ist noch alles normal, ne? Was? Shinkansen Zero nach Tokio. Hier ist keine Anomalie. Der war gut. Der war jetzt echt gut. Ich habe jetzt kurz überlegt, so stand das vorhin auch drauf? Ich glaube nicht, ne? So, 4. Nach Tokio. So, hier ist keine Anomalie. Das war sehr gut. Das war echt gut. Sehr, sehr nice. Okay. Hallo, tot. Ich muss auch zugeben, ich habe so ein bisschen Schiss. So rückwärts laufen, weil nicht, dass da irgendwas uns packt. So, wisst ihr? Aber... Das nenne ich mal einen Service. Das nenne ich mal einen richtig guten Service. Eine Dose gefallen, direkt aufgeräumt. Richtig geiler Service. Alter. Okay, boah. So, 3. Ist es hier heller als sonst? Hier ist es heller als sonst, glaube ich, ne? Na gut, gehen wir erstmal weiter.
Hallo? Okay, hier ist alles normal, ne? Hier oben in einer eine Anomalie, okay. Der Koffer ist da oben. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ist der Raum nicht heller als sonst oder kommt mir das jetzt nur so vor? Ich will nicht wieder von vorne anfangen. Na komm, gehen wir erstmal. Auch schön aus dem Fenster gucken. Ich sehe nichts. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, muss ich so ganz ehrlich sagen. Ist das mit dem Licht normal oder habe ich mir das jetzt nur eingewöhnt? Mir kommt es so vor, als ob es hier in dem Raum heller ist als sonst, wenn ich ehrlich bin. Ja komm, riskieren wir es jetzt. Wir gehen einfach mal geradeaus durch. Ich habe jetzt nichts gesehen hier. Shinkansen Zero nach Tokio. Oh, bitte nicht. Bitte lass es richtig gewesen sein. Es war auf jeden Fall richtig und ich würde mal sagen, es fehlen hier die Sitze. Alter, ist der Typ riesig. Ist aber ganz schön groß, Mann. Und er guckt uns jetzt auch an. Ich habe gerade so das Gefühl, das ist wie bei Exit 8 mit diesen zwei Typen. Wisst ihr, diese zwei Kingsmen hier? Wo wir uns umgedreht haben, dass sie plötzlich vor uns standen. Okay. Du bleibst bitte da, ne? Ich weiß, dass dieser Raum eine Anomalie ist. Ich wollte mal kurz zu der Nissan. Die hier so richtig stilvoll, ohne Stuhl im Sitzen. Also die Frau hat echt starke Beinmuskeln, muss ich so ganz ehrlich sagen. Echt eine sehr, sehr, sehr gute Muskulatur. So zu sitzen ist nicht schlecht. Beziehungsweise so zu stehen. Okay. So, alles cool, ne? Du erschreckst mich gleich nicht oder läufst hinterher oder so, ne? Komm, ich geh mal zu dem hin. Hallo. Okay. Okay, das reicht. Das war jetzt abnormal. Das war jetzt abnormal. Ja, komm, ein bisschen von hinten. Okay. Gleich backt er mich wirklich. Okay, wir sind jetzt bei Nummer 1. Nur noch eine. So, hier ist alles cool, ne? Der Typ ist auch wieder am Dösen. So gefällt er mir besser. Ja, das findest du lustig, ne? Das findest du aber sehr lustig. Gib den mal an, Alter. Das ist nicht schlecht. Ja, alles klar. Ich glaube, wir haben es geschafft. Vielleicht. Vielleicht müssen wir auch Raum 0 nochmal schaffen. Wir sehen es gleich. Ja, aber das war jetzt aber mega easy gewesen irgendwie, ne? Ja, Raum 0. Okay. Halten wir hier auch erstmal nach Anomalien Ausschau, wenn wir was finden. Gut, wenn nicht, dann auch nicht schlecht. Gut, gehen wir mal weiter. So, der Dude ist hier mit seinem Kofferchen, der noch nicht geklaut wurde.
Okay. Shinkansen nach Tokio. Hier ist keine Anomalie. Nein, steht natürlich nicht drauf. So, Bild mit der Frau drauf. Da ist der Dude mit der 35, der 35 Jahre alte. Da müsste die Schwester sein. Ja, da ist sie. Okay. Gucken wir nochmal auf der Seite, ob hier alles cool ist. Okay, scheint alles okay zu sein, ne? Erstmal. Okay, ich habe jetzt nichts gesehen. Aber das mit dem Sitztypen war schon ein bisschen krass, ne? Also wenn man da echt dran vorbeigeht, übersieht man den ganz leicht. Ja, ich glaube, dass... Boah, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Das wäre jetzt blöd, wenn da gleich wieder 7 stehen würde. What? Nein. Nein, 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 nein. Ich gehe aufs Klo. Ich gehe aufs Klo. Oh, komm. Was habe ich denn da übersehen? Verdammt. Es ist spiegelverkehrt. Es ist alles spiegelverkehrt. Okay, zurück. Was habe ich denn gerade eben übersehen, Mann? Och Mann, ist das doof. Okay. Katze. Und diese WLAN-Zeichen da oben. Und noch mehr. Ah, okay. So, hier ist keine Anomalie, oder wie war das nochmal? Aha. Verdammt, ich komme jetzt gar nicht drauf klar, was habe ich jetzt gerade wieder übersehen. Nach Tokyo Reserved. Aha. Okay, hier sehe ich nichts. Ah, okay, ich hab jetzt auf die Nummern auch nicht geachtet, ne, vorhin. Shit, vielleicht war da irgendwas anders gewesen. Da nicht. Naja, egal. Jetzt ist eh zu spät. Ja, dann noch einmal. Nichts, ich habe nichts gesehen. Ihr? Habt ihr irgendwas gesehen, was ich nicht gesehen habe? Ja gut, ich glaube, alles clean. Hoffe ich. Ja, 5, okay. Gut. So, Katze und diese. So, Shinkansen, Zero nach Tokio. Hier keine Anomalie. Nix da, okay. So, 20, 20 ABC, okay. Blut am Dösen. Okay. Die geile Dienstleistung ist wieder da. Wirklich korrekter Dienst, muss ich so ganz ehrlich sagen. Gänsehaut bekommen erstmal wegen der scheiß Dose. So, okay. Steht hier irgendwo drauf, wie viele Anomalien es hier gibt im Spiel? Katze, nach Tokio, alles cool. Mich würde echt mal interessieren, wie viele Anomalien wir hier haben.
Tokio. So. Die Schilder sind auch alle da. Okay, ist die Seite. Was ist das denn? Was soll das denn sein? Ist das jemand, der sich da so hinbeugt? Nesan? Oh ne, Chan, du hast da. Das ist mein Schatz. Boah, ist das creepy. Ist das ekelhaft. Oh, Igitz, bleib da oben, Alter. Bleib da oben. Ich schwör dir. Boah. Alter. Oh, Igitz. Ich glaube, das konnten wir vorher nicht sehen, ne? Boah, jetzt stell dir vor, das war jetzt keine Anomalie gewesen, ne? Okay, gut. So, Katze guckt korrekt. Hier haben wir keinen, hier ist keine Anomalie. Das passt auch alles. Die Schildchen am Boden sind auch alle da. So, drehe um, wenn es eine Anomalie gibt. Okay. Boah, der Typ gerade eben, ne? Boah, Igitt. Igitt. Einfach nur original Gollum, ey. Herr der Ringe hat auch seinen Weg bei Chillers Art gefunden, wie es scheint. Ich komme nicht drauf klar. Die Tür. Okay. Ja, alles klar. Das war wohl ganz klar gewesen, ne? So, okay, KC. Nach Tokio, hier ist keine Anomalie, okay. Mhm. Rium, okay. 20 ABC. Ich habe nichts gesehen jetzt hier. Hier ist auch alles normal, ne? Zack, zack. Der Koffer ist wieder da und dieser komische Gollum ist weg. Shinkansen 7 nach Tokio. Passt auch, okay. Ja gut, 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC. So. 1 DE, 2 DE. Gucken wir mal. Die Nesan ist auch da. Okay, ich würde sagen, es passt alles. Ich habe jetzt nichts gesehen, was man hier... Irgendwas ist hier wieder. Mit Sicherheit. Gleich gehe ich geradeaus und es ist wieder zurück auf 7 gesprungen. Die Lichter oben sind auch alle an. Es ist halt immer schlimm. Man weiß niemals genau, worauf man jetzt achten soll, ne? Wenn man gerade so am Anfang ist. So, okay, ich habe jetzt nichts gesehen. Dann machen wir es so nochmal. Ne, ich sehe nichts. Ist ja auch alles so, wie es sein soll, ne? Ja gut, komm. Wenn wir jetzt irgendwas übersehen haben, dann weiß ich auch nicht. Für mich sieht hier alles normal aus.
Schwester ist am Dösen. Ist auch alles, denke ich mal, beim Alten. Ja, komm. Riskieren wir jetzt. Yes, okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Katze. Tokio, okay, passt. Dreh um, wenn es eine Anomalie gibt. Die Laken. Diese Kopflaken. Muss das so? Ich bin mir jetzt unsicher. Ich meine, die lagen gerade und schön drauf, ne? Ah, bitte, bitte, richtig. So, Conductor's Room. Ich glaube, wir haben es geschafft. Gibt es jetzt auch noch eine Anomalie oder kann ich jetzt einfach straight durch? Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Vielen Dank, dass Sie heute den Shinkansen nutzen. Es gab einen Unfall. Aus Sicherheitsgründen werden wir für eine Weile lang anhalten. Der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Betriebs ist derzeit nicht absehbar. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeit der Nachricht. Attention, please. We have stopped momentarily due to an injury. There is no plan for the train to stop at this moment. Please excuse the delay. Unfall mit Personenschaden. Okay. Also ist der Loop jetzt vorbei? Wir haben es geschafft, oder was? Es ist zu hell. Ich sehe nichts. Oh. Blue Stage, Clear Blue Car. Gibt's noch einen Green Car oder einen Brown Car oder einen Red Car oder was? Oh! Ja, ich hab das Spiel gewonnen. Denke ich. Oni-san, sugoi ne! Du bist echt super, großer Bruder. Seikou shita nda ne! Du hast es geschafft. キョロキョロしてどうしたの? Suchst du was? もしかしてここが運転室になってるって思った? Dachtest du etwa, hier sei schon der Führerraum? そうだわよしてよ. Das soll wohl ein Scherz sein. Shinkansenにはグリーン車があるんだよ. Wusstest du nicht, dass es im Shinkansen auch noch die Green Cars gibt? Die sind quasi die erste Klasse. Oh, wir müssen. Oh, okay. お兄さんなら知ってるよね? Ich dachte, das wäre klar. じゃあね. Willst du wissen, wie man jetzt zum Führerraum kommt? Natürlich durch die Green Cars. Vorhin habe ich hinter Waggon 0 gesagt. Da meinte ich Waggon 0 bei den Green Cars. Gut, vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Wie dem auch sei, jetzt ist es genau andersherum. Solltest du eine Anomalie bemerken, dann geh weiter. Oh. なかったら戻るんだよ. Und wenn alles normal ist, dann geh wieder zurück. Ach du Scheiße, okay, jetzt quasi umgekehrt. Ach ja, wenn du drei Fehler machst, kommt der Geist dich holen. Bitte was? Ich drück dir die Daumen. Also, weißt du? Ich frage mich, wieso wir hier sind. Findest du das nicht auch voll seltsam? Egal, schon gut. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, das Spiel zu schaffen. Wir sehen uns. Wenn ich drei Fehler mache, kommt der Geist mich holen? Das ist so typisch Schillers Art, Alter. Also, einerseits feiere ich das jetzt gerade, aber andererseits denke ich mir, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Drei Fehler. Wie viel habe ich gerade eben gemacht? Ich glaube mehr als drei, ne? Okay.
Ach du Scheiße, jetzt ist auch noch alles anders. Oh. Och nö. Okay. Dreh um, wenn es keine Anomalie gibt. Okay, jetzt ist es umgekehrt. Das muss ich... Ah, da ist eine Dame, die uns was bringt. Wieso ist hier so dunkel, Alter? Kann ich hier rein? Ja. Ja, gehen Sie mal vor, die Dame. Darf ich mir was stibitzen? Darf ich mir was davon haben, bitte? Ich sag's auch keinem, dass ich mir das genommen habe. Hallo? Hallo? Sie ignoriert mich. Schade. Ja, gut. Okay, merken Bedienstete hier. Das könnte jetzt wieder Typ hier aus Exit 8 sein. Dass der uns manchmal hier ist gerade geflackert. So, hier haben wir jemanden sitzen. Hallo. Professor Snape! Alter. Du bist hier, glaube ich, in einem falschen Zug. Du musst hier auf, wie war das nochmal? Auf Gleis 9¾. Du bist hier in Shinkansen Zero. Du musst aber zu Gleis 9¾. Das ist nicht richtig, Professor Snape. Ja, Professor Snape in Jung, auf jeden Fall. Da leuchtet irgendwas. Oh, das ist doch jemand. Okay. Das habe ich gerade gesehen, Sie. Was hatten Sie gerade aufgehabt hier? Ja, Schmuddelfilmchen oder was? Ja, hier sind Kinder anwesend. Ne? Also seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie sich so ein paar Schmuddelfilmchen hier reinziehen. Die Dame. So, okay. Ist das mit dem grünen Auge normal? Oder ist das eine Anomalie? Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Das ist jetzt die erste Runde, ne? Das ist so, wenn die genau in der ersten Runde jetzt eine Anomalie reinpacken würden. So, da steht jemand. Wie sind die Lichter ausgefallen? Oder die sind mit extra ausgemacht worden? Ich weiß gar nicht. Ich kenne mich mit der... Nee, wie heißt das? Mit der Green Cars? Oder wie haben die das hier genannt? Wahrscheinlich so eine Business Class oder so. Die erste Klasse halt, ne? Okay. So. Auch selbe Position. Steht ein Koffer. Mit einem älteren Herrn hier. Hallo, der Herr. Kann auch mit keinem reden, ne? Oh, das ist aber echt ein bisschen doof, dass jetzt wir quasi einen neuen Abteil haben und wir uns jetzt wieder alles von neuem merken müssen, ne? Na? Warum läuft dieser Sitz so auffällig? Ich muss mal ganz kurz durch, danke. Ich habe schon ein bisschen Hunger. Okay. Ja gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das jetzt erstmal hier die Testrunde ist. Ich bin jetzt wegen dem Typen unsicher mit dem grünen Auge. Muss das so sein? Komm, wir gehen jetzt erstmal gerade... Nee, stopp. Wir müssen in die Richtung gehen. Wenn nichts ist, müssen wir in die andere Richtung gehen. Ah, du Drecksack, ne? Der verunsichert mich jetzt so krass, der Typ. Wir testen es jetzt aus. Wie gesagt, drei Fehler. War das jetzt ein Fehler? Scheiße, okay. Ja, gut, die Dame. Na, wieder Schmuddelfilmchen. Ah, ich häng fest. Ja, gehen Sie mal vorbei, bitte. Was haben Sie da zu essen? Immer noch das selber? Ja, ne? Oh, okay. Okay, einmal merken, ja. Der Bereich ist mal dünner geworden, gerade eben.
Oh verdammt, habe ich jetzt verkackt. Oh, das war jetzt aber gemein. Ja gut, das haben wir verkackt. War das jetzt der erste Versuch oder der zweite, den ich verkackt habe? Kommt mich der Geist gleich holen, wenn ich jetzt nochmal verkacke? Ne, der hat wieder ein grünes Auge. Okay, ich glaube, das ist wohl normal. Scheint. Ja, gut. Okay. Der Herr, Koffer auch da, ne? Shinkansen nach Tokio. Ah, das ist aber schon gemein. Jetzt, dass man halt wieder alles vom Neuen sich merken muss. So, lass mal hier auf die Seite gucken. Also ich sehe jetzt hier nichts, ich habe nichts gesehen. Ja gut, Bezüge sind auch alle ordentlich, ne? Beziehungsweise hier diese Kopf, diese Kistendinger hier. Ja, dann gehen wir mal zurück. Vielleicht treffen wir gleich den Geist, wer weiß. So, du hast deine Finger auch nochmal. Ach, du hast auch... Wir haben vorne noch in der blauen Klasse hatten wir am Fenster diese Finger mit den schwarz lackierten Nägeln, wisst ihr? Und zufällig sitzt da ein Dude mit einem leuchtend grünen Auge, auch mit schwarz lackierten Fingernägeln. Ob das irgendwie ein Zeichen sein soll? Dass mit dem Typen irgendwas nicht stimmt? Okay, 6. Das war schon mal... Oh, wie cool! Ist ja richtig nice gemacht. Ist richtig nice, Alter. Okay, das ist auf jeden Fall eine Anomalie. Geil. Hallo? Okay. Anushi, Ningenka? Sind Sie ein Mensch? Yes. Wangahayo damas koto. Ich kann Sie nicht täuschen. Anushi, was Sie tragen einen Anzug. Hendana. Seltsam. Okato wa chigau yo jana. Sie sind nicht so wie die anderen. Sore dake wa wakaru. So viel ist sicher. Ishite wakamono. Also, junger Mann, wie lange sind Sie schon hier? Keine Ahnung. Lesche no naka de. Haben Sie noch andere im Zug getroffen? Ja. Eine Frau in Alltagskleidung, ein Junge in Kapuzenpulli. Der Junge kam jetzt ziemlich real rüber, also dass er keine Anomalie ist, genauso wie der alte Herr jetzt hier. Ich denke, das ist eine gute Sache. Dank meiner ausgezeichneten Beobachtungsgabe und meiner 84 Jahre Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass die meisten Leute hier keine richtigen Menschen sind. Diese Leute reagieren nicht mal, wenn man sie anspricht. Fast, als wären sie Roboter. Ich erkenne Menschen, wenn ich sie sehe. Daraus kann ich eines schließen. Trauen Sie niemanden, der einen Anzug trägt. Genau, und noch was. Bin so müde.
Lassen Sie mich etwas schlafen. Was ist denn das eine, was Sie mir sagen wollten? Wow. Das ist mein Skill, im Stehen einzuschlafen. Alles klar. So, ich geh mal schiffen. Tschüss. Nein, natürlich nicht. Ja, so viel von wegen, hier ändert sich nichts. Den Herrn habe ich jetzt hier gar nicht erwartet. Oh, ich habe hier noch ein Badezimmer. Ja, gut, okay. Das ist jetzt der zweite Mensch, den ich so für, sag ich mal, real halte. Wir haben ja diesen kleinen Jungen gehabt. Und wir haben den alten Herrn. Wobei der kleine Junge hat behauptet, dass das Mädchen, das neben ihm geschlafen hat, seine Schwester war. Aber die hat ja. Die war ja auch irgendwie Teil der Schleife, ne? Okay. So. Professor Snape. Dame. Lecker, lecker, lecker. So, der Koffer ist noch cool, der alte Mann ist auch cool. Trauen Sie niemandem einen Anzug? Haben Sie einen Anzug an? Eieieiei, okay, ihn traue ich nicht. Bitte nehmen Sie Ihren reservierten Platz ein. Ihre Sitznummer lautet 9. Das war jetzt eine Anomalie, ne? Was wäre jetzt passiert, wenn ich die falsche Sitznummer genommen hätte? Oder alte Herr ist nicht mehr da, ne? Sophia! Okay. Die Anomalien waren bis jetzt sehr offensichtlich gewesen. Oh, die Dame ist nicht da. Ey, Severus, was hast du mit der Dame gemacht? Wo ist die hin? Ja gut, Anomalie. So, oh. Okay. Ja. Anomalie. Die Dame mit dem Laptop ist, glaube ich, zu einer Blume geworden hier, wie es scheint. Ist alle Fahrgäste zu irgendwas geworden? Ja, der hier, Professor Snape, ist auch zu einem Baum geworden. Der alte Herr ist auch zu einem Baum geworden. Auch nicht schlecht, ne? War jetzt klar. Ich bin jetzt immer so ein bisschen... Moment mal. Wir haben jetzt gerade diesen alten Herrn gesehen, ne? Können wir vielleicht noch eine Person hier irgendwo treffen? Zufällig in der Toilette oder sowas? So erwischen, wisst ihr? So beim Kacken. So, 2. Okay. So, die Frau im Laptop, ja... Ja, gehen Sie bitte durch. Ich weiß nicht, muss man ja auch so ein bisschen darauf achten, was sie auf ihrem Wagen hat zuerst. Wahrscheinlich ja, ne? Zumindest, wenn ich der Entwickler wäre, ich würde auf jeden Fall sowas machen. So, alter Herr mit Koffer. Okay.
Okay, jetzt die Seite. Komm, wir schaffen das jetzt. Wobei, ich muss schon ganz ehrlich gestehen, ich bin schon so ein bisschen neugierig darauf, was passiert, wenn der Geist, also wenn wir den Geist treffen. Ich mach mal Folgendes, sollte ich das tatsächlich schaffen und wir treffen den Geist nicht, werde ich auf jeden Fall am Ende nochmal einen Run machen und zu dem Punkt hier zurückkehren und werde anschließend einmal dreimal verkacken absichtlich, damit wir einmal den Geist sehen können. Also, falls das jetzt gestimmt hat, was der Junge gesagt hat. Vielleicht hat er uns nur am Angst gemacht, wir wissen es ja nicht, ne? Okay. Nee, Quatsch, andere Richtung. Ah, aufpassen. Da wäre ich jetzt fast in die falsche Richtung gelaufen. Verdammt. Was habe ich übersehen? Ah, da nicht. Warte mal, hatte die gerade nicht anderes Essen drauf gehabt? Okay, die hat auf jeden Fall hier so, was ist das, Berliner oder was soll das sein? Hat die da hinten irgendwas gefüllt, so ein gefülltes Gebäck oder so? Da hat die irgendwie, ja, so Subway, Subway Baguettes und, was soll das sein, Raymond? Nee, Allofiont oder irgendwie so ein Scheiß. Nein, Quatsch. Anomalie, geradeaus. Oh mein Gott, ich muss echt aufpassen, ey. Ichi. Ichi? Was ist ein Ichi? Ich hab hier gerade so einen lauten Stampfer gehört. Hallo. Okay. Essen ist normal. Oh, hallo. Entschuldigung. Oh! Ah, das, was wir jetzt beobachten, hat sie da drauf. Ah, die Agentin hier, ne? Die FBI. Leute, ne? Sie haben ihre Augen überall. Nein, diese Richtung. Oh mein Gott, ich weiß jetzt schon, ich werde einmal versehentlich in die falsche Richtung laufen. Okay, ah, ich wollte hier mal beim Kacken erwischen. So, okay, ne. Jetzt hat er nichts gesagt, der hat von Ichi gesagt. Jetzt auch mal das Licht ausgeht, ne? Hallo Severus. Okay. So, der alte Herr. Nö, hier war jetzt nichts gewesen, ne? Mal die Seite. Der Koffer von dem ist hoffentlich auch mal gleich, ne? Nicht, dass da demnächst wieder so ein scheiß Gollum steht, ey. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Das war schon sehr, sehr creepy gewesen. Ich fand, das war bis jetzt von allen so das Heftigste. Hallo Severus Snape. Der Mann mit dem grünen Auge. Kano. So. Ne, Kano hat ein rotes Auge. So, sie, ja, versteckt wieder ihr... Das, was sie sich ansieht. Das heißt, sie guckt wieder irgendwelche Schmuddelsachen. Shinkansen Zero nach Tokio. Hier ist keine Anomalie, doch. Ja, schwierig. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht.
Ich habe jetzt so nichts gesehen. Das Ding ist, ich glaube, ich habe jetzt auch meine letzte Chance, ne? Wenn ich es jetzt verkacke, dann bin ich erledigt. Achso, das war ihr Spiegelbild im Fenster, okay. Sie haben keine lackierten Fingernägel? Ne, sieht man sowieso nicht. Okay. Ja, okay. Okay. Die Dame ist wieder nicht da. Können wir direkt weiter geradeaus laufen? Wieso kriege ich eigentlich das eine Badezimmer hier nicht auf? Ist da jemand drin? Okay. Wahrscheinlich verschmutzt oder so. Mr. Snape, würden Sie sich gerne mal wieder hinsetzen? Boah, Digga, der macht doch gleich was, ne? Es ist auch keiner da. Die Dame ist nicht da, der Opa ist auch nicht da. Da mit dem Laptop. Ist auch nicht da. Oh mein Gott. Du Drecksack. Oh nein. Ich schwöre, ich punch den jetzt. Ich punch den. Auch wenn es nicht geht, ich krieg's irgendwie hin. Ich punch dich jetzt, Alter. Blöder Drecksack, Alter. Pack! 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 In dein Gesicht, Alter. Pack! Ja, gehen Sie mir erstmal weiter. Sie wollen das nicht sehen. Und Dropkick in dein Gesicht, Alter. Und RKO! Und BAM! Bam, 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 du Drecksack, Alter. Blöder. Hätte ich's fast gesagt. Du After. Oh, nee, kostet mir das an, Alter. Nur wegen so einem blöden Jumpscare, ey. Muss ich jetzt wieder von vorne spielen. Moment mal. Ich habe jetzt dreimal verkackt. Müsste jetzt theoretisch nicht der Geist kommen? Oder war er das jetzt gewesen? Nee, das... Ich hab doch... Hä? Scheiße, ich hab keine Ahnung. So, ich hab jetzt nichts gesehen. Gehen wir mal wieder zurück. Ja gut, okay. Bei einigen Anomalien muss man schnell sein, wie es scheint. Ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht, dass ich vor uns zurückgegangen bin. Ich wollte eigentlich ein bisschen witzeln, wisst ihr? So von wegen, hier guck mal, was, wie krass wendig der Typ ist. Und dann auf einmal steht er da vor mir. Aber ich hätte eigentlich weiter vorne schon stehen müssen und laufen müssen, denke ich mal. So, dies war Anomalie. Dies war gut. Ist das Snape, Alter. Ich hab dich im Auge, du Sack. Pass auch nochmal und kriegst noch das andere Auge grün. Das kriegt. Ja. Die Dinger waren rot gewesen. Ja, aufs Essen auch achten. Ganz wichtig. Ach, der alte Herr ist wieder da. Hallo. Ja. Aber jetzt sagt ihr das gleiche, ne? Okato. Ste. Listen. Sorry, wa. Wanga. Jin. Koko. Hanai. Malu. Lo. Wanga. Zuma. Su. So. Okay. Nettes Gespräch.
So, jetzt kommt wieder die Nebelwand. Oh, ich finde diese Anomalie so geil, ne? Sieht richtig geil aus. Okay. Komm, irgendwann sitzt da einer mit Sicherheit drinne. So eine Ratte, ne? Jetzt mag ich den Typen überhaupt nicht, Alter, ohne Scheiß. Wegen dem habe ich gerade verkackt. Okay, hier war nix. Der Alte noch mit seinem Koffer. Ja, Wessen Hand ist das denn? Hat jemand einen Bleistift? Kann man vielleicht mal ein bisschen pieksen? Jemand macht sich hier lustig über uns. Okay, das hatten wir schon mal gehabt. Wir sind jetzt alle zu Pflanzen geworden. Oh! War er vorher auch schon hier? Nee, Oni-san. Hey! Glaubst du, wir kommen lebend hier raus? Denk an deine Schwester. Okay, da sagt man das Gleiche. Okay, der kleine Junge ist auf jeden Fall real, denke ich mal. Aber jetzt halt die Frage, warum sind jetzt bestimmte Leute nicht von dem Anomalien von der Schleife betroffen? Wir haben jetzt diesen älteren Herrn gehabt, wir haben diesen kleinen Jungen und wir halt, ne, quasi. Warum sind manche nicht davon betroffen? So, die Dame ist nicht da, können wir direkt durchlaufen. Oh, ich hoffe, dass das Game irgendwie eine Story hat. Das wäre jetzt echt blöd, wenn die jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Einfach, ja. Wenn man das Spiel schafft, das Spiel einfach vorbei ist. Wäre halt irgendwie, weiß ich nicht. Würde ich nicht so cool finden. So, Essen ist alles okay, ne? Okay. Okay. Warum nicht? Der Türsteher. So, 0. 0, 0, 0. Das ist jetzt das Letzte. Jetzt aufpassen. Nach Tokio, passt alles soweit. Der alte Herr mit seinem Koffer ist auch noch da. Bin gespannt, was der Typ macht. Was seine Anomalie sein wird. Weil irgendwie jede Person hat auch so eine Anomalie, wisst ihr? Okay. Ich glaube, das ist nicht normal. So. Ich glaube, wir haben es geschafft.
So, Conductor's Room, geradeaus. Theoretisch muss ich hier nicht auf Anomalien gucken, ne? Weil eigentlich müsste das jetzt hier richtig sein, oder? Wir zwei werden das noch klären, mein Freund. Hörst du? Irgendwann mal. So, ich hab's geschafft. Kann ich irgendwie was wählen hier? Was habe ich? Was für? Ich konnte jetzt gerade eben. Moment. Was habe ich jetzt gerade für eine Errungenschaft bekommen? Ah, Clear Green Card. Okay, alles klar. Es ist gerade so unangenehm ruhig. Und wieso ist kein scheiß Zugfahrer hier? Kann ich raus? Ending 1. Get off the train, verlasse den Zug. Okay. Was ist denn jetzt das andere Ende? Das andere Ende ist wahrscheinlich, wenn ich vom Geist erwischt werde, ne? Oder? Aber. Was ist denn jetzt mit dem kleinen Jungen und mit der Schwester und sowas? Oder waren die jetzt auch mal scheißegal gewesen? Ja, okay. Wir haben das erste Ende geschafft. Wir können jetzt mal Folgendes machen. Ich starte das Spiel nochmal. Ich werde gleich einen kleinen Cut machen. Und wir werden nochmal bis zu der Green Clash spielen. Oder ich werde nochmal bis zu der Green Klasse spielen. Und anschließend mache ich dreimal einen Fehler. Und gucke, was dann passiert, ob mich dann der Geist irgendwie schnappt oder so. Weil vielleicht ist das ein weiteres Ende. Jetzt ist es ziemlich ruhig. Ja, wir sind auf jeden Fall rausgekommen, wie scheint. Aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass wir irgendwie mit dem Jungen noch rauskommen oder dass wir mit dem Jungen nochmal reden werden oder so. Da sehen wir ja gleich. So, ich guck mal eben kurz hier rein. So, wir haben Ende 1, Get off the Train. Blue Stage und Green Stage haben wir. Das Spiel hat insgesamt 6 Errungenschaften. Und uns fehlen noch 3. So, es gibt noch ein zweites Ende. Blue Car. Finde alle Anomalien in dem blauen Bereich. Okay, krass. Und finde alle Anomalien im grünen Bereich. Ja, das sind die 3 letzten Errungenschaften, die mir fehlen. Also es gibt auf jeden Fall noch ein zweites Ende. Okay, jetzt müssen wir halt nur noch schauen, wie wir das kriegen. Oh, Sekunde. If you like the game, please leave a review. Thank you for playing. Thank you for the game. War ziemlich cool gewesen, fand ich wieder. Also, diese Spiele sind an sich so derbe simpel, aber trotzdem machen die halt extrem Spaß. So, fortfahren. Normale Waggon-Screencar. Okay, wir können jetzt hier... Nach Halt des Zuges. Wir hätten theoretisch auch wieder in die Waggons laufen können. Vielleicht müssen wir den Jungen treffen und mit dem reden.
Warte, ich starte mal wieder hier. Wir haben jetzt einen Knopf gedrückt, der Zug hat abgebremst, ne? So, ich bin jetzt gerade eben hier rausgegangen. Aber ich kann hier noch... hier lang. Und theoretisch... müsste ich auf den Jungen treffen. Boah, es ist hier dunkel. Mir gefällt gerade diese Stille gar nicht, ne? Irgendwas passiert hier doch mit Sicherheit noch. Das war jetzt... ich kann mir nicht vorstellen, dass Chillers Art das Spiel einfach so enden lässt. Da muss noch irgendwas kommen, irgendwas Krasses. Chillers Art, kommt schon. Null. Moment. Ah, hier komme ich nicht mehr weiter, okay. Ich komme nicht mehr zurück. Muss ich jetzt die ganzen Wege wieder zurücklaufen? Also die ganzen Waggons, meine ich. Ich hoffe, dass der Boy jetzt hier nicht irgendwo versteckt ist. Ich ziehe jetzt einfach mal durch. Mal gucken. Theoretisch müsste ich jetzt wieder... vielleicht müsste da einstehen, denke ich mal. Oder ist er irgendwo hier am Schiffen oder so? Und wir dürfen auch nicht vergessen, der alte Herr, der auch hier irgendwo mal war. Okay, eins. Oh! Okay. Warum konnte ich jetzt die Tür aufmachen? Das sah aus wie so ein Zimmer für Menschen, die irgendwelche Verletzungen haben oder sowas, ne? Die werden dann da untersucht von einem Arzt oder so, glaube ich. Also auf jeden Fall war das da irgendwie so eine oder Menschen, die vielleicht... Nee, ich glaube, das war aus medizinischen Gründen, denke ich mal. Das ist gerade übelst unangenehm, ne? Muss ich so ganz ehrlich sagen. Alter, muss ich jetzt echt alles komplett zurücklaufen? Komm, der ist doch hier irgendwo. Ja doch, ich meine, das ist so für Fahrgäste, die irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben oder sowas, glaube ich. Die werden hier, glaube ich, untersucht. Sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich denke mal. Sonst würde ja das keinen Sinn machen. Ja komm, wir rushen jetzt einfach mal durch. Das ist echt unangenehm, finde ich. Es ist viel zu ruhig. Irgendwas springt mir gleich in die Fresse. So, vier. Irgendwas springt mir gleich in die Fresse, garantiert. Das Ding ist, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt Sinn macht, was ich hier gerade mache, ne? Jetzt ist das komplett umsonst, was ich hier gerade mache. Aber andererseits, ich konnte ja nicht mehr zurück. Also irgendwas muss ich ja jetzt machen. Wir sind wieder in der blauen Klasse. Oh! Die One-Chan!
なるほど。So ist das also. この列車は止まることはなくって。Der Zug ist also immer weitergefahren und war in einer Schleife gefangen. でもこの列車を止めることができて。Aber du konntest den Zug anhalten. ループもしなくなったってことですよね。Und so die Schleife beenden. ああ。なんか違和感。Irgendwas stimmt nicht. 記憶がない。Ich weiß es nicht mehr. この列車に乗った覚えはないんですけど。Ich kann mich nicht erinnern, in diesem Zug gestiegen zu sein.Da war ein Junge mit schwarzem Kapuzenpulli. Ich habe deinen kleinen Bruder gesehen. Ja komm, dein Bro. Mein kleiner Bruder? Das war bestimmt Naoki. Ich muss bei ihm gewesen sein, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. Hat er gesagt, warum wir hier sind? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, der wusste es selber gar nicht, ne? Weil er hat ja...Ah, such mir nach ihm, dann kannst du ihn fragen. Okay, danke. ここに来る途中に Naoki はいましたか? Hast du ihn auf dem Weg hierher gesehen? Er ist nicht bei den Green Cars. Ich habe deinen Bruder nicht gesehen, nur einen älteren Mann. Er ist nicht bei den Green Cars. Naoki は普通車側にいるはずですね。Naoki müsste eigentlich bei den normalen Waggons sein. よし。Gut. ここから出ましょう。Lass uns ihn suchen und hier verschwinden. あ、でも、ちょっと待ってください。Warte noch kurz. よく考えたら、次にここにまた誰かが来る可能性がありますよね。Wenn ich so darüber nachdenke, es könnte wieder passieren, dass jemand in diese Situation kommt. そんなことになったらかわいそうです。Das würde ich echt schrecklich finden. この列車をどうにかした方がいいんじゃないですか。Sollten wir nicht was unternehmen? ループする列車。Eine Schleife. アニメか何かで見た気がする。Das habe ich doch schon mal in einem Anime oder so gesehen. あ、思い出しました。Ah, ich weiß es. なんかの番組で。In der Serie haben sie die Schleife unterbrochen, indem zwei Leute schnell in entgegengesetzte Richtung gelaufen sind. Jetzt würde mich mal interessieren, was für ein Anime das war, weil ich habe selber sehr viele Anime gesehen. Wahrscheinlich einer von den neuen. Wollen wir es damit versuchen? Ja. Anime mit Loop. Anime mit Loop. Aber... Der Zug steckt ja gerade nicht in einer Schleife fest. Ja, ist so. Als du die Bremse betätigt hast, hat die Schleife aufgehört. Oh, ich weiß was. Warum lassen wir den Zug nicht gleichzeitig los? Wie? An beiden Enden. Ich würde zur Seite mit den normalen Waggons gehen. Könntest du dann in Richtung der Green Cars gehen? Nein, ich möchte in die Richtung der normalen Waggons, alles klar. Warum ist das jetzt blau? Also so leicht bläulich. Ja, komm, alles klar. Geben wir unser Bestes. Beeilen wir uns. Bevor der Zug wieder weiterfährt. Okay. Ja gut, also ich muss jetzt da lang, ne? Ja, gut. Ich kann jetzt auch keine Knöpfchen mehr drücken. Ach so, hat er jetzt einfach mal übersprungen. Ja, das finde ich geil.Aber woher weiß ich denn jetzt, dass die One-chan auch schon da ist? Ja gut, wir drücken jetzt auch mal. Aber haben wir jetzt nicht den Zug wieder gestartet? Wozu? Verstehe ich jetzt gar nicht. Loading.
Ending 1. Schon wieder selbe Ende, hä? Ja, okay, das hat jetzt nichts gebracht. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich mach nochmal. Aber dieses Mal gehen wir mal in die andere Richtung. Also wir machen nicht das, was uns die Schwester sagt. Sondern wir gehen jetzt in die Standardklasse. Oh, jetzt muss ich wieder komplett dahin laufen, ne? Oh. Okay. Cut. Cut, Ende. So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt bei der One-chan angelangt. Wir gehen jetzt mal in die andere Richtung. Ja, kennen wir alles. So, ich habe deinen kleinen Bruder gesehen. So, So, nein, ich möchte in die Richtung der normalen Waggons. So, ですか?さっきの話だと弟は多分普通車側にいると思うんです。 Mein Bruder ist wahrscheinlich auf der Seite mit den normalen Waggons. Kann ich ihm die anvertrauen? Ja. Wobei, du hast es geschafft, den Zug anzuhalten? Also gut. Ich werde Naoki dir überlassen. Dankeschön. Geben wir unser Bestes. Beeilen wir uns. Bevor der Zug wieder weiterfährt. Okay, jetzt laufen wir in die Richtung, ne? Pass auf dich auf, One-chan. So, jetzt gehen wir in die Richtung. Ob sich jetzt irgendwas ändert? Wir müssen ja theoretisch diesen Bruder jetzt finden. Ich kann jetzt hier nichts aufmachen. Aber wir haben jetzt hier keine Anomalien, oder? Oder muss jetzt auf Anomalien wieder achten? Es ist irgendwie ein bisschen unangenehm. Was geht denn hier ab? Oh, wow. In dem Bereich, wo die Liege liegt, ist ja Blut. So. Das ist beruhigend. Sehr beruhigend. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe so eine kleine Gänsehaut, ne? Weil es ist irgendwie viel zu ruhig gerade. Mal packen von dem. Was bist du für einer? Okay, wir haben behaartes etwas. Naruhodo. Kono Ressha wa tomaru koto wa nakutte, demo kono Ressha wa tomeru koto ga dekite. Jetzt wird's interessant. Loop mo shi. Nanka kiyoku ga kono Ressha. Sore wa kitto. Nande ko so te koko ni Naoki wa koko kara de yoku so kono ru anime kana nanka futa do ressha wa breki issho ryohashi watashi wa green sha ga so sakki oto demo baka dewa wata issho ni ganbari isogi mata kono ressha. Ja. Okay, jetzt müssen wir gleich weglaufen. Jetzt kommt ein bisschen Action ins Spiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das Ding ist, ich habe einige Waggons vor mir. Ich glaube, ab Nummer 3 hat er angefangen, mich zu jagen, ne? Also ab der Stelle, wo wir das Blut gesehen haben. So, das ist jetzt 6. Ah, ne. Andersrum. Ne. Das ist aber falsch. Das müsste doch eigentlich jetzt 0 sein. Wieso ist da jetzt 6? Wir sind noch zum Waggon 0 vorhin gelaufen. Jetzt geht's umgekehrt. Okay. Wahrscheinlich ein Spielefehler oder sowas. Geh jetzt mal von aus. Oder habe ich mich jetzt getäuscht? Ne, wir sind auf jeden Fall zu Waggon 0 gelaufen, das weiß ich. Also wo wir in die andere Richtung laufen mussten, zum Fahrerraum. So, jetzt geht's los. Oh, ich hoffe, der tut es nicht so schnell, ne? Oh, ist das
mich erschrocken, Alter. Was ist jetzt los? Oh, ich hab Schiss, mich umzudrehen, ne? Der Zug los. Oh, wir können auch rausgucken, wie cool. Ist die Schleife jetzt vorbei? Oh, das ist ja nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Ja, und jetzt? Können wir erstmal was? Ich glaube, das ist eine Haltestelle. Ja. Ach, da ist wieder der Chief. Hier von anderen Schillers Art spielen. Muss ich jetzt irgendwas machen? Ich komme hier nicht raus. Oh, da ist der Onisan, der Bruder. Hallo. Onisan, kitanda ne. Matteta yo. Du bist da. Onee-chan. Du bist wach. Naoki. Naoki. Buji de yokatta. Du bist in Sicherheit. Onee-san. Ja, mir geht es jetzt gut. Willst du mit uns mitkommen? Nein, danke, dafür ist es zu früh. So desu ne. Erinnert ihr euch noch? Wir haben doch diese Meldung bekommen mit dem Personenschaden. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass die beiden Opfer davon waren und jetzt quasi, ja, tot sind. Und, dass die beiden quasi dafür verantwortlich waren, oder der kleine Junge jetzt eher, dass die Anomalie überhaupt stattgefunden haben. Solltest noch nicht mitkommen. Ich glaube, ich weiß, was mit uns passiert ist. Komm schon klar. Ja, 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 die waren Opfer von diesem Personenunfall, glaube ich. Da ist sogar alle, die wir in der Schleife gesehen haben. Auch der ältere Herr und, der Typ im Anzug, dieser Professor Snape, wisst ihr? Schätze, wir gehen jetzt. Vielen Dank für alles. Sayonara. Lebe wohl. Ja, tschüss. Tschüss. Oh, oh. Krasse Mausintensität. Ausgenommen. Weiter. Gott sei Dank, sie sind aufgewacht. Sie sind auf einmal umgekippt. Zum Glück war ein Arzt im Zug. Es scheint, als hätten sie eine leicht tiefe Venenthrombose erlitten. Oh. Allgemein auch unter dem Namen Economy Class Syndrom bekannt. Sich hinzulegen und ihr Bein zu heben scheint geholfen zu haben. Sie hatten echt Glück. Dieser Mann hat ihnen das Leben gerettet. Ja, danke schön. Wer weiß, wie lange es sonst gedauert hätte, bis Hilfe da gewesen wäre. Der Zug wurde nämlich für eine Weile angehalten. Das liegt wahrscheinlich am Unfall von vorhin. Ja, 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 ja. Entschuldigen Sie bitte, ein geschäftlicher Anruf. Es wurde bestätigt, dass eine junge Frau und ein kleiner Junge am Unfall beteiligt waren. Ja, die beiden. Der Onisan und die Onee-chan. Krass.
Ending 2. Okay. Sad Reality. Traurige Realität. Oh. Da laufen die beiden den Gleis entlang. Schön mit den Sakura-Blüten, ne? Ja. Okay. So, ja. War cool. War wieder gut, hat Spaß gemacht. Ich fand's halt nice auch so ein bisschen. Du hast ja erstmal das eine Ende gehabt, wo du erstmal gedacht hast, ja, ist vorbei. Toll. So ein typisches Loot, Loop-Game halt, ne? Aber dann, wenn du zurückgehst, hast du halt das Ende, was so ein bisschen die Story ergänzt hat. Und wir haben jetzt auch erfahren, warum wir in diesem Loop drin waren. Zum einen, weil wir ja diese Thrombose hatten, ne? Sind wir ohnmächtig geworden. Zum anderen haben, denke ich mal, wir waren ja quasi kurz vor dem Tod gewesen und wir haben die beiden, die gestorben sind. Also wir waren wahrscheinlich in so einer Zwischenwelt oder sowas. Und ich kann mir auch gut vorstellen, das Vieh, was uns da hinterher gejagt hat vorhin, dieses lange, behaarte Etwas, dass das wahrscheinlich irgendwie der Sensenmann war, so quasi. Und wenn er uns erwischt hätte, ja, dann vorbei. Weil sonst sind wir an der Thrombose gestorben. Ja, aber war echt wieder ganz geil gewesen. Also Chillers hat wieder was Neues probiert. Und auch erfolgreich, meiner Meinung nach. Hat Spaß gemacht. Ich bin jetzt auch so ein bisschen gespannt auf die anderen Anomalien. Ich weiß nicht, ob ich am Ende irgendwie nochmal so eine kurze, wie soll ich sagen, so ein Ending reinmache mit allen fehlenden Anomalien oder nicht. Das seht ihr eventuell. Also entweder mache ich es oder nicht, ne? Je nachdem. Was ich aber gerne noch machen würde, bevor wir zum Ende des Spiels kommen. Ich würde gerne einmal gucken, was passiert, wenn ich jetzt dreimal falsch liege. Weil der Junge erwähnte ja bei der Green Class, dass wenn wir dreimal einen Fehler machen, dass uns der Geist schnappt. Ich würde mir das gerne ansehen. Eventuell. Wenn ihr nichts dagegen habt. Ich werde gleich mal einen Cut machen, wenn das vorbei ist. Und werde... Nein, ich brauche keinen Cut zu machen. Wir können uns ja direkt gleich zur zweiten Klasse begeben. Über Fortfahren. Ja, dann machen wir das so. So machen wir das. Noch ein bisschen. So, Lautstärke wieder 100%. Okay. Die Mitwirkung ist immer ein bisschen laut bei Chillers Art. So, Fortfahren. Green Car, da haben wir es doch. Jetzt verkacken wir mal dreimal. Ich würde gerne wissen, was passiert. So, da ist der kleine Buddy. Ja, ja. Drei Fehler. Okay. Machen wir jetzt mal so, ich hoffe, das geht. 7. Scheiße, das war sogar richtig. Ah, okay, das wird doch nicht so leicht sein. Ich habe gedacht, ich rush jetzt einfach durch schnell. Ichi? Heißt Ichi nicht 1? Ah, ich bin mir nicht sicher. Nie? Das kenne ich von Naruto. Nie Daime. Okay, jetzt habe ich Angst.
glaube, wir fahren jetzt ins Jenseits. Ja, Game Over. Wie, das war schon? Okay. Ja, gut. Ja, alles klar. Dann würde ich mal sagen, das war... erstes Spiel nochmal? Sekunde mal. Ich möchte das Menschen richtig machen. So. Shinkansen Zero. Ja, Shinkansen war es. So wie die Schimpansen. Ja, das war Shinkansen Zero. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Das Spiel hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fandet es auch lustig. Und auch ein bisschen gruselig. Ja, wobei, jetzt muss ich auch wieder sagen, der Horror kam auch ein bisschen kurz rüber hier. Wirklich viel zu kurz. Okay, wir haben jetzt nicht alle Anomalien gehabt, aber wie gesagt, ich mache eventuell nochmal kurz ein Endvideo, wo man nochmal die restlichen Anomalien sieht, die wir jetzt hier nicht hatten in dem Spiel. Und ich würde die wahrscheinlich dann auch gegen Ende nochmal hinzufügen, also gleich hier im Anschluss, ne? Oder ich mach's auch nicht. Mal gucken. Ihr seht's gleich selber, ne? Also, ja. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch's gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Horror-Let's Play oder normalen Let's Play wieder, ne? Also, ciao!